Heute bringe ich euch ein Aktivierungsspiel mit. Das letzte Mal haben wir ja miteinander gebastelt. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht. Es ist ein traditionelles Spiel. Es ist Stadt, Land, Fluss. Viele von euch kennen das sicher von eurer früheren Zeit her. Dazu braucht man verschiedenes Material. Also man kann es auf ganz verschiedene Arten spielen. Ich zeige eine Variante, so wie wir es im Moment spielen. Und zwar habe ich so wie eine Zielscheibe gemacht. Dann habe ich Wurfsäckchen, Bierdeckel auch zum Werfen. Und dann braucht es Buchstaben, um zu bestimmen, wie das, was für Wörter man suchen muss. Dann geht es so, es darf immer eins von der Gruppe so ein Säckchen werfen. Und dort, wo das Säckchen herfliegt, darf jemand einen Buchstaben ziehen. Und der Buchstabe, der vorkommt, von dem sucht man dann, eben jetzt, wie es hier gerade gezeigt wird, Ortschaften mit dem D. Dann geht es weiter. Dann kann das Nächste werfen, nächste Person. Und man tut immer in der Gruppe suchen wir nach den Wörtern. Dann gibt es aber auch noch, dass man einfach jedes selbstständig arbeitet, also selbstständig spielt. Zwar gibt es so eine Liste, wo wir vorher bestimmt haben, wer was, also was für Begriffe was wir suchen. Und jeder Teilnehmer tut nachher für sich die Spalte ausfüllen. Dann gibt es noch das andere, das wäre Buchstaben, Wörter suchen. Dann wäre noch ein Rechnungsspiel. Und das wäre auch, es gibt auch Bewegung wie das andere. Und zwar ist es eine Zielwurfscheibe mit Zahlen. Da kann man auch wieder gleich vorgehen mit diesen Wurfgegenständen. Und man tut die Zahlen zusammenzählen. Und der am meisten Punkte erschossen hat, ist der Sieger. Ich wünsche euch viel Spass.